Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. Wir sind gestern endlich in der Villa von Don angekommen und haben Tifa wieder getroffen. Wir haben uns ziemlich geärgert über das Kleid, das ich angezogen habe, aber hey, shit happens, ich hätte ein anderes nehmen sollen. Was soll's. Und heute werden wir es dem Kerl richtig besorgen, aber nicht so wie er denkt. Viel Spaß. Dann schauen wir mal. Zeit zu leveln. Wir müssen jetzt auch mal gegebenenfalls zwischendurch den Charakter mal wechseln, um die Charaktere zu leveln mal. Damit wir das hinter uns haben. Beeilt euch! Geht ja recht schnell. Es ist ja, Cloud kommt doch zurecht. Und selbst wenn... Ach schade! Ich hätte doch auch so gern mit den Mädels gespielt. Die sind sicher schon beschäftigt. Und selbst wenn, sobald der Don irgendwie ein bisschen Kleidung runterzieht, ist vorbei. Hat auch keinen Bock mehr. Übrigens sehr tolle Musik. Gefällt mir. Das ist irgendwie so ein Remix zwischen Tifa und Aerith. Was wollt ihr denn hier? Oh, jetzt könnt ihr eng zu kämpfen, ne? Übernimm du, überlass das mir. Ja. Ja. Los geht's. Ja. Nachschlag. Ja. Mal gucken, was haben wir denn hier? Hackentritt. Ha. Das ist krass. Los, das war. Ja. Also aufgelevelt ist sie schon ganz schön stark, ne? Was haben wir hier noch? Fesselung. Achso, versteckt vorübergehend den Angriff. Na gut. Machen wir Nackentritt. Nur die Guten sterben, Jung. Das hat geklappt. Weil Aerith werden wir auf jeden Fall öfters spielen. Allein wegen der Heilung bei starken Gegnern. Von daher wird sie automatisch gelevelt. Schnuckelchen! Ich komme! Hey, du Zicke! Das hat verdammt nochmal wehgetan! Hey, Kotsch, Sotsch! Bring diesem Flittchen mal Manieren bei! Tut mir echt leid, aber dein Hündchen ist gerade etwas unwohl. Was soll das? Cloud, hier! Da ist dein Schwert drin. Ja, Cloud zieht sich um gerade. Du bist ja ein Mann. Was hat das zu bedeuten? Die Fragen stellen jetzt wir. Was wollten deine Männer in den Slums? Weshalb haben sie darum geschnüffelt? Wovon redest du? Hör auf, dich dumm zu stellen. Zum letzten Mal. Was haben deine Leute in den Slums gesucht, verdammt? Rede sonst. Schneiden wir ihn ab. Nein, bloß das nicht. Ich rede ja. Ich sag alles. Ich sollte einen Typen mit einem Klarnamen suchen. War ein Auftrag. Und von wem? Oh, wenn ich das sage, bin ich tot. Druck's nicht rum. Denn sonst reißen wir ihn ab. Es war Heidegger von Shinra. Der Leiter der Sicherheitsbehörde. Heidegger. Shinra? Und was wollen die genau? Das kann ich nun aber echt nicht verraten. Ich würde es ja an deiner Stelle lieber mal tun. Denn wenn nicht, zerquetschen wir ihn. Es ist euch ernst, was? Dann bleibt mir wohl nichts übrig. Shinra will Vergeltung üben. Und zwar an Avalanche, diesen Terroristen, die den Reaktor angegriffen haben. Die wollen die wortwörtlich platt machen. Und zwar, indem sie den Pfeiler der Platte zerstören. Wie bitte? Schwer von Begriff? Die Platte macht hui! Papapapapam! So wie bei dem Unfall in Sektor 6. Ihr habt das Trauerspiel doch sicher gesehen, oder? Und im selben Stil gibt's in Sektor 7 wohl bald eine Zugabe. Niemals. Tifa, Cloud,
Los! Nicht so schnell! Schnauze! Dauert nur einen Moment, versprochen! Hier ist die Preisfrage für euch. Wann sitzt Bösewichten die Zunge besonders locker? Kommt schon, das wisst ihr doch ganz bestimmt. Wenn sie dem Tod ins Auge blicken, wenn sie sich ihres Sieges sicher sind, wenn sie mal wieder gar nichts kapieren. Ach Mann, wollte doch gerade drücken. Tut mir leid, die Zeit ist um. Wenn sie sich sicher siegessicher sind. Geheim. Ja, gut. Reingefallen, reingefallen. Ja, wortwörtlich. Ja gut. Amüsier dich doch mal. Wie ist die Lage? Die Turks haben übernommen. Alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Ja, Reef gehört auch zu den Turks. Und die Turks sind eigentlich gut. Im Labyrinth der Tiefe. Wo sind wir? Stinkt ja bestialisch. Ja, da liegen sie nun. Zurück an die Oberfläche. Mädels, aufstehen. Genug geschlafen. Tiefer? Cloud. Schnell, wir müssen nach Sektor 7. Ja. Jetzt ziehen wir Aris mit rein. Sie wird das verstehen. Woher kennt ihr euch eigentlich? Ich habe sie gerettet. Dann sie mich. Dann ich wieder sie. Hm? Ist das eine Antwort? Warum kümmert ihr euch denn umeinander? Hm. Ja, keine Ahnung. Übrigens, unsere Gruppe ist halb tot. Oh oh. Vielleicht hätte ich sie heilen sollen, weil ich wusste, dass das passiert. Aber habe ich nicht. Bereit? Na klar, logisch. Nichts überstürzen. Ich bin geheilt. An die Arbeit. Zieh dich zurück. Los. Okay. Tiefer, ich würde aus dem Weg gehen. Komm schon. Ich muss mal ein bisschen mit Tiefer kämpfen. So, machen wir Entfesselung. Au! Bist du stabil?
Okay, oh oh. Ups. Fähigkeit. Analyse. So, Feuer ist wirksam. Magieattacken füllen seine Schockleiste nur langsam. Eiselementare Attacken füllen sie gar nicht. Okay. Ja, das ist nicht gut. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Immer schön aufs Horn. Wenn er das Horn nicht mehr hat, ist alles gut. Überlasst das euch mir. Hat er sich da gerade abgeleckt? Wow, das ging schnell. Ich dachte, ich habe Zeit. Okay. Magie, Fähigkeit, Gebet. So können wir gar nicht sterben, es sei denn, Aerith stirbt. Wenn sie stirbt, ist alles vorbei. Ich kann noch kämpfen. Machen wir einen Nackentrick. Was für Magie habe ich? Ah, okay. Sie hat die Magie. Okay. Ich zieh mich zurück. Du musst durchhalten. Noch ein Impuls hier bitte her. Ich würde gerne noch eine Störung machen, wenn es geht. Mein Einsatz. Okay. Mal kurz eine Pause. Überlass das mir. Dann wird wieder Zeit für ein Gebet. Ich heile also erstmal unsere Gruppe und dann geht's weiter. Oh nein, nicht auf mich. Nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich. Arbeiten wir im Team, mein Bestes. Jetzt wird's heiß. Okay. Das dauert echt ein bisschen. Au! Wir müssen wechseln. Ausgerechnet jetzt. Bin ich jetzt dran? Ja, du bist dran. Mit dem Gebet. Na? Wieder so klar. Okay, tiefer. Brauchen wir kurz deinen Feuerer. Übernimm du! Nein. Komm schon! Ich mach das. So, mit Cloud wollte ich machen. Störung! Los geht's! Weil jetzt kann ich nämlich Impulshieb zweimal machen. Keine Chance! Nicht übertreiben! Bin ich jetzt drin? So, nochmal ein Gebet hinterher. Zack. Er geht wieder auf mich. Siehst doch. Ich blocke. Ich blocke. Okay. Kannst du übernehmen? Hatte keine Wirkung. Jetzt wird's heiß. Genau, lass mal Aerith in Ruhe hier. Ist deine Lebensleiste blockiert? Ja. Holy shit. Hey! Das ist jetzt nicht fair. Ich war kurz davor, ihn in den Schock zu versetzen. Oder hätte ich meinen Scheiß beschwören können. Überlass das ruhig mir. Oh! Das sind viele. Flieg! Abwasser-Tsunami. Los geht's! Was soll ich machen? Weg von da hinten gehen? Ja. Ab mit dir! Na? Ja, die Hörner müssen weg. Muss ich genau her. Ab mit dir! Naja. Ich glaub, das war's. Okay, schnell Gebet. Ein HP, haha. Nein, lass mich doch in Ruhe. Dein Horn muss weg, du Arsch.
Okay, ich wechsle den Charakter. Viel Erfolg. Komm schon. So funktioniert das, Leute. Weißt du was? Nein, Ifrit. Wegen Feuer. Viel Spaß! So, und dann benutzen wir nämlich Tifas. Nein, Tifas. Esper-Fähigkeit. Feuerbrunst. Gegen den Akko. Und ich gehe weiter aufs Horn. Den nehme ich nämlich aufs Horn, den Typen. So, sehr schön. Wir machen ein Gebet. Wechseln dann zu Cloud. Oh, er ist gerade unten. Und dann der Esper-Fähigkeit, Feuersbrunst. Toll, er hat den meisten Schaden abgewehrt. Ja, ich werde mich ganz kurz heilen jetzt. Der ist für dich! Nimm! Kannst du weitermachen? Nicht aufgeben. Ja, zu langsam. So, Feuersbrunst nochmal. Dann wechseln wir nämlich auf Tifa. Und dann schnell nochmal Feuersbrunst. Und jetzt Zappo. Ja. Es war gut, ein gut koordinierter Kampf, muss ich sagen. Gut. Kannst du nicht wieder aufstehen? Du bist tot? Du bist frei. Weg ist es. Ob das hier sein Nest ist? Könnte Corneos Haustier sein. Und das Futter... Die Mädels. Hohi! Hey, ob der Widerling die Wahrheit gesagt hat? Dass sie die Platte opfern, nur um Avalanche zu vernichten. Ganz Midgar wäre in Gefahr. Würde Shinra so etwas wirklich tun? Ist gut möglich, dass er uns mit einer Lüge aus dem Konzept bringen wollte. Sehe ihm jedenfalls ähnlich. Und was, wenn es doch wahr ist? Wie? Dann müssen wir es verhindern, oder nicht? Schnell, gehen wir! Ist besser, als tatenlos abzuwarten, nicht wahr? Ja. Nur tiefer! So, Frage ist, wie viel Erfahrung haben wir jetzt bekommen? Waffenmodifikation, oder? Nee. Ausrüstung, Materia. Tiefer. Er ist fast vollständig hier. Nice. Aber die Hackentrick fast voll. Und dann geht's weiter. Anscheinend führt der Weg tatsächlich durch die Kanalisation. Was ist? Wenn wir dem Wasserlauf folgen, müssten wir Sektor 7 erreichen. Die Kanalisationen von Sektor 6 und Sektor 7 sind verbunden. Wenn ihr euch verlauft, dann lauft, wie das Wasser läuft. Eine Regel des Slums? Nein, die Kanalisation dient Avalanche als Fluchtweg. In Notfällen. Hm, okay. Wir dürfen uns nicht verlaufen. Ja, da vorne ist ein großer Kanal. Gehen wir als erstes dorthin. Alles klar. Ich habe mir so ein bisschen überlegt. Und zwar, wir haben ja Final Fantasy 7, ich will sagen, nicht erweitert, sondern verlängert. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich fand das immer traurig, wenn so ein Spiel zu Ende geht. Wenn ein Spiel wirklich so lang gemacht wurde. Oh. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich bin bereit. Was bist du denn für ein Spiel, ey? So, pass auf. Erstmal Analyse. Nur kein Übermut. So, ein Exemplar höchst intelligenter Lebewesen, die in der Kanalisation ihre eigene Kultur und Sprache entwickelt haben.
Um menschliche Angreifer abzuwehren, setzt es geschickt seine Waffe im Kampf ein. Feuer- und eiselementare Magieattacken füllen schnell seine Schockleiste. Physische Attacken hingegen füllen seine Schockleiste nur langsam. Okay, das heißt, wir machen einen auf den hier. Es geht los. Na? Boom. Stirb bitte nicht, bevor ich heilen kann. Dankeschön. Los, geben wir alles. Ich muss erstmal meine Leute heilen, um Potions zu sparen. Eine Dusche wäre jetzt nett. Oh, und ich muss die Leute bestehlen. Oh, ich hätte den Boss bestehlen können. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, Bosse kann man nicht bestehlen. Aber durch die ganze Regeneration und so weiter, die ich jetzt habe. Abkürzung? Nein. Sind wir eigentlich ganz fit drauf, ne? Ich auch. Truhe. Supertrank. Es ist super. Hier ist nichts. Ich will nicht ins Wasser. Weg da. Ein Hebel. Wir drücken einfach mal den Hebel. Ich meine, ich weiß nicht, was er tut, aber Hebel drücken macht immer Spaß. Und das Tor geht auf. Ja. Ah, jetzt kann man da durchlaufen. Ich verstehe. Ganz schön intensiver Geruch hier. Kein Wunder, dass es hier stinkt. Riecht ja schon in den Slums nicht besonders gut. Da kann man runter. Da kann man durch. Was hat das für einen Zweck? Oh! Was haben wir denn da? Eine lila Kiste. Federhandschuhe. Ach du Scheiße. Ich muss so viel für tiefer machen. Aber jetzt meistern wir erstmal irgendwas und dann geht's weiter. Achso, deswegen. Weil wir das Tor wieder runter machen können. Darum kann man da durch. Wofür auch immer das Wasser jetzt wieder da ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann uns jetzt niemand folgen. Eine Bank. Und neue Musik. Sehr schön. Jetzt fühle ich mich wohl. Wer auch immer hier unten Musik hört, hat ein chilliges Leben. The Oppressed. Na gut. Gibt sonst nichts weiter zu kaufen. Das sieht nach einem Showkampf aus da hinten. Hier geht's einfach nicht weiter. Wird wahrscheinlich wieder irgendwas versteckt sein, wo ich nicht rankomme. Halt. Können wir von hier? Ja. Frontalangriff. Geht klar. Oh, kleine Rattis. Dann übernimm. Überlass das mir. Boah, gar keine Chance gegen Tifa. Zack, 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 zack. Es ist aus. Alle weg. Es ist vollbracht. Hebel sehe ich nicht für eine Abkürzung, okay. Was ist das für eine Krabbe? Bringen wir es hinter uns. Kein Problem. Bis hier und nicht weiter. So, schnell Analyse, bevor irgendwas stirbt. Bin mal so frei. Ups. So, Wehrratte, ja, das kennen wir ja schon. Kaiserkrabbe. Beruhigungsmittel können wir stehlen. Und da ein Gegengift, ja gut. Lohnt sich nicht. Übernimm du. Ich leg los. Oh, wieder kassiert, ey. Oh, die ist richtig schnell. Das hat geklappt. Hat die das gespuckt? Oh, ich habe mich gerade selbst vergiftet. Geil. Da gehen wir doch nicht lang. Oder kommen wir von hier? Nee. Seht ihr das? Wieder. Verschlossen, ne? Wir müssen wiederkommen. Die Kisten haben wir auf jeden Fall im Kolosseum auch gesehen. Vielleicht hat das irgendwas mit dem Kolosseum zu tun.
Mehrere Wege. Der falsche geht immer nach unten, oder? Wollen wir durch? Stockdunkel. Augen zu und durch. Moment, Erinnerung. Cloud. Nehmen wir an, Corneo hat die Wahrheit gesagt. Was könnte Shinra denn damit nur bezwecken wollen? Ich meine, es kann ihnen doch nicht nur um Avalanche gehen. Nur um uns aufzuhalten, würden sie doch niemals all die Opfer in Kauf nehmen. Ich habe keine Ahnung, wie sie durch die Zerstörung von... Sorry? Es führt beides dahin. Aber hier geht's doch rauf und da geht's runter. Sektor 7 profitieren könnten. Absolut nicht. Corneo muss gelogen haben. Typen wie dem darf man nichts glauben. Naja, ich weiß ja nicht. Shinra hat doch schon seine Pläne. Achso, jetzt geht's hier runter und darauf. Ha. Danke für die Verarsche. Hm? Ich kann nur den Scheint ein sehen. Stromgenerator zu sein. Ja, dann. Sieht unheimlich alt aus. Stammt aus der Zeit, bevor Marco benutzt wurde. Würde mich wundern, wenn der noch funktioniert. Dann würde ich sagen, das Äffchen drückt das Knöpfchen. Der Generator ist betriebsbereit. Guck mal, da sind auch noch ganz oldschool Ölkanister. Wir haben es geschafft! Der Hund! Licht! Endlich wieder hell! Bringen wir es hinter uns! Oh, habe ich mich erschrocken! Mit euch habe ich hier nicht gerechnet. Dann übernimm! An die Arbeit! Vermöbeln wir ihn! Tabu! Alter, wie die abgeht, ey. Ja. Zack. So, Cloud. Mach mal Mutangriff. Damit er weg ist. Ah, da ist die zweite. Ich komm irgendwo im Himmel runtergeflogen. Au! Vor allem kann ich ja nicht mal was sehen. Au! Okay. Dein Einsatz. Überlass das mir. Dann warten wir auf die Heilung. Hoffentlich. Nicht sterben, nein, ich wollte doch heilen. Sehr gut, weiter so. Warum sind hier plötzlich Gegner? Nur weil ich das Licht angemacht habe? Fanden die das so kacke? Ach, guck mal, hier sind Hebel. Ah nein, ein Rätsel. Das Wasser hin und her schwaben lassen. Okay, gehen wir erstmal auf die andere Seite, gucken wir uns erstmal die andere Seite an. Hier sieht es so ähnlich aus, ne? Aber hier sind keine Hebel. Doch, auch einer. Da ist auch ein Hebel. Und hier kommen wir nicht durch, weil... Verschlossen. Verschlossen. Ach ja, der Universalschlüssel, den Jesse gemacht hat. Könnte der Schlüssel im Wasser versteckt sein? Suchen wir. Woher weiß sie jetzt von dem Hund? Hm? Kann mir das einer verraten? Ja, da haben wir seinem Haustier ordentlich was über die Rübe geklatscht. Doch allerdings ist der Penner entkommen. Schade, wir werden ihn wiedersehen. Aber leider nicht wie verhofft. Bis zum nächsten Mal, ciao.